Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom, das in Winterschlaf gerade ist. Also, ja, wir haben 124 vor Christus und zu diesem Zeitpunkt war Rom schon hier. Ich bin mal gespannt, wie oft uns die Bürgerkriege hier einen fetten Strich durch die Rechnung machen. Aber ich glaube, so langsam bekommen wir es hin. Wir müssen, also sobald wir hier fertig sind, wir haben unseren Diktator hier. Und wir haben hier eine Fullstack-Armee. Und dann, okay, hier ist eine Fullstack-Armee von dem und hier ist noch ein Rohrdart. Ja, egal. Und dann haben wir zwei Armeen hier und die segeln dann rüber. Und hier haben wir auch schon zwei. Also, ja, so langsam sollte hier mal Butter bei den Fischen sein, ne? Gut, also. Hier in Spanien sieht es sehr ruhig aus, sehr stabil. Hier haben wir auch noch eine Legion. Das Problem ist gerade, wir haben hier niemanden. Wir haben keine Nachfahren, wir haben keine Nachkommen. Und es ist richtig scheiße. Die haben hier plus 5 Chance auf Kinder. Plus 10 insgesamt. Und die sollten mal endlich Kinder machen. Was ist denn los? Bei den Rise of the Republic habe ich die ganzen Römer sind meine Kinder quasi, sind aus einem Stammbaum gekommen. Hier, heirate mal. Ehrgeizige Ehefrau, Kinder. Ihr müsst mal Kinder machen hier. Alle heiraten jetzt, alle machen Kinder. Sehr gut. Du kannst keine Kinder machen. Du heiratest jetzt auch. Oh. Jetzt sind alle meine Politikerinnen gehören jetzt mir. So. Warte, wer bist du eigentlich? Kann ich dich jetzt ersetzen? Ja. Das sieht doch schön aus. Cornelia. Nur zum. Genau, ich bin Cornelia. Gut. So, jetzt habe ich ganz viele eingeheiratet. Und jetzt. Plus 5 Korruption. Das ist nicht gut. Dann bist du. Ah, Chanceverwundung von Gegnern. Das ist mein Lieblingsding. Wie sieht denn die. Genau, okay. Dann mache ich dich auch zur Kavallerie. Das ist gut. Das ist super. Das ist herrlich. So. Genau, hier mache ich eine Flotte. Aber bitte auch. Minus Gravitas. Ja, komm, hier. Genau, aber bitte auch meinen, weil ich will nicht nochmal, dass mein Dude hier eine Fullstack-Flotte bekommt und dann zwei Runden später
denkt er. Er geht mal auf Nummer sicher und macht seine eigene. Seinen eigenen Tamtam. So. Du bekommst leider auch nichts. Ja, das kannst du bekommen. Forschungsrate ist gut. Und dann next one. So. Makedonien hat hier zwei. Drei Fullstack-Armeen. Voller hübscher Pikiniere. Und da ist nochmal Athen. Also Griechenland wird jetzt schwer. Also, als ich die das erste Mal erobert habe, war es richtig einfach. Weil da bin ich ja durchspaziert. Bis zu dem verhängnisvollen Bürgerkrieg, der war nicht schwer zu besiegen. Also er wäre. Willst du mich verquaken? Er wäre nicht schwer gewesen zu besiegen, aber das Krasse war, dass ich dann minus 60 Nahrung hatte. Seid ihr und, gewillt? Nee, bin ich nicht. Und dadurch. Ja, habe ich alle meine Armeen drüben verloren. Also. Das ist doch schwachsinnig. Mach doch sowas nicht. Meinst du, das rettet dich? Tut das nämlich nicht. So. Du wirst zum Kommandanten. Unterhaltskosten weniger ist natürlich auch gut und Moral ist aber besser. So. Warte, kann ich einen neuen Agenten machen? Ja. Yeah. Agent gegen Agent ist nicht so gut. Okay, ich probiere es trotzdem mal. Wie lange brauchst du noch? Noch ein bisschen. Hier habe ich drei Agenten. Warte mal, ich hole mal eine rüber. Weil drei reicht für Scouten aus. Okay, hier sind drei Fullstack-Armeen. Wo ist die andere hin? Hä? Wo ist die hin? Ach, diese Wolken hier. So. Okay, der ist schon mal bereit und die sind beide bereit, okay. Dann. Oh. Dann holen wir uns Epidamnos zurück. Kann ich hier irgendwas. Moral. Ja, das da. Soll ich hier auch? Nee. Okay, die stelle ich jetzt hier hin. Da ist er noch am Rand. Und vor allen Dingen das Gute ist, wenn die den angreifen, dann habe ich eine Brücke, die ich verteidigen kann. Und das ist immer sehr gut. Oh, Pergamon ist auch gegen mich. Das habe ich schon wieder vergessen. Also Pergamon. Pergamon ist, ja, das geht eigentlich.
Syrakus ist nur noch eine. Hm, süß. Aber um diese Zeit ist das völlig normal, dass die nicht so gut unterwegs sind. Ich brauche nächstes, also ich brauche der nächste Zug wird sein, sehr viel auf Schmieden zu gehen, damit meine Einheiten besser gepanzert sind gegen die ganzen Pikiniere. Das hätte ich eigentlich früher machen müssen. Ja, Erfolgswahrscheinlichkeit gegen gegnerische Dudes. Soll ich hier einfach eine neue Armee ausbauen? Ich meine, ich kann es mir leisten. So. Nee, Prätorianer nicht, weil das ist ja kein... Kein 2, 4, 6. Kein heftiger Dude. Kein Diktator. So, Adlerkohorte brauche ich eine. Der hat 65, 62, 46, 60. Dann habe ich keine Fernkämpfer. Vier Fernkämpfer sollten reichen. So, in drei Runden ist die auch fertig. Wie lange braucht die noch? Drei Runden, dann goodbye. So, dann schauen wir mal kurz. -8. Und der nächste Zug ist dran. Schnell kurz was trinken. Aber ich glaube jetzt wirklich, dass wir das knacken können. Also die Griechen. Das war ja auch, das habe ich bestimmt schon erzählt, der Vorteil bei den Römern und der Nachteil bei den Griechen. Wir sind ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum und Macht. Und wir lieben Gold. Ja, ich weiß. Aber wir lieben Gold noch mehr. Rom zu dem Zeitpunkt, als sie die Invasion nach Griechenland angefangen... Alter, was ist denn da oben los? Nach Griechenland angefangen haben, sie ihre ganzen Legionen nach Griechenland werfen konnten. Weil in Spanien haben sie alles befriedet und sie hatten nirgendwo anders... Genieß die Ruhe! Sie hat jetzt ein Ende! Ein Sturm braut sich zusammen! Ein Sturm aus Blut, der schon euch wieder davonreißt! Du hast gerade mir den Frieden angeboten, weißt schon, ne? Rang erhöht, Veteran, Siedlung wird belagert. Ein Kittel! Yay! Yay! Geil. Nice. Dafür wirst du befördert. Cool. Yes! So. Tja, was mache ich da jetzt? Dann marschiere ich mal mit der Legion nach oben. Und die andere passt zu Hause auf. So, warte, kann ich den abfangen? Ich kann den gerade so nicht abfangen. Das ist ja mal wieder typisch.
Ich könnte hier hingehen. Mit beiden Legionen, aber das halte ich für unklug. Warte, wie viele sind jetzt da oben? Da ist jetzt gerade keine. Aber wo sind die hin? Ich mag das nicht, wenn ich nicht weiß, wo die Legionen sind. Ah, mit der kann ich keinen Attentat vollführen. Aber die. Ah, festgenommen. Sieht. So, der kann in einer Runde hier sein. Delminium kann er nicht erobern. Dafür habe ich zu viele Einheiten drin. Dafür habe ich zu viele Einheiten drin. Ich gehe mal mit der jetzt weiter. Mit dem gehe ich hier nach Syrakus. Falls der auf blöde Gedanken kommt. Ich könnte hier weitergehen, aber ich weiß nicht, ob hier Armeen stehen, was ich glaube. Wie viele Runden brauchen die? Kapitel. Was? Zwei Runden nur. Wieso zwei Runden? Das ist ja gar nichts. Kann ich einen Ausfall machen? Ja, könnte ich. Na komm, hallo. Ihr kapituliert nicht, sondern ihr greift an. Was soll denn das? Ihr habt zwar keine Kavallerie, aber ihr seid nicht schlecht. An sich, Entschuldigung. An sich könnte das sogar wirklich reichen. Es liegt Schnee, ist das schön. An sich könnte es fast reichen. Die Altgeschworenen sind halt richtig heftig. Kurzschwerter, da weiß ich gerade nicht auswendig, wie heftig die sind. Die Aufstellung ist gar nicht so verkehrt. Wieso haben die unterschiedliche Waffenstufen? Das ist komisch. Das ist seltsam. So stellt er sich nochmal um. Was macht er? Er will sich auf den Hügel stellen. Okay, alles klar. Das wäre ja interessant. Okay. Ach, und seinen General hat er jetzt komplett weggemacht.
Unser General wird angegriffen. Ja, das ist in Ordnung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist gerade ganz gut. Das läuft gerade gar nicht schlecht. Nein. Vor allem, weil ich jetzt eben von links aufrollen kann. Meine rechte Flanke muss nur ein bisschen noch aushalten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, er macht halt jetzt genau dasselbe mit mir, ne? Ein bisschen schlecht. Fernkämpfer sind halt jetzt ein riesiges Problem für mich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, echt jetzt der... Der macht mich platt hier. Thank you.
ohne so viel Fernkämpfer wäre es sehr viel einfacher gewesen, aber der hat halt wirklich sehr viel. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Alter, sein General halt. Alter. Ach, die haben jetzt. Okay. Uiuiuiuiui. Aber die alle um 100 rum. Der 140, ja, okay. Puh. Ja. Der hat an sich genau dasselbe gemacht wie ich. Nur halt auf der anderen Seite. Also von rechts aufgerollt. Oder beziehungsweise von links aufgerollt. Ja. Aber meine Legion ist ja vor der Tür, also. Die haben aber sehr gut gekämpft, muss ich schon sagen. So, nächste Runde komme ich dann. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir werden hier auch erstmal weiter scouten, bevor wir hier uns weiter ins feindliche Territorium wagen. Ich würde auch gerne hier mal freiräumen. Bevor wir... Genau, das ist gut. Wir werden mit den beiden Legionen Navisos angreifen und hier aufräumen. Und mit der vierten Legion und der neuen 16. Legion, die ich Ich denke immer nicht dran, die alten Legionen aufstehen zu lassen. Auferstehen zu lassen. Das ist blöd. Ich kämpfe nicht gegen Barbaren. Warte, ich wollte die noch umschreiben. Warte, wir haben jetzt 1, 2. Ich glaube, 3 haben wir nicht mehr. 3. Bam, bam, bam. So. Du bist die neue Legion 3. Herzlichen Glückwunsch. So. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye. See ya.